Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Vlog und ich nenne ihn einfach mal ganz plump Zeitmangel. Und zwar geht es einfach darum, dass ich die letzten Wochen nur ein Video pro Woche hochladen konnte. Das habe ich irgendwo zwischengeschoben. Es ging einfach nicht. Ich hatte absolut keine Zeit. Ich habe sonst meine Videos in meiner Mittagspause gedreht, aber da hatte ich auch meistens dann andere Dinge zu tun. Auch ich habe schließlich noch ein Privatleben. Und ja. Oder ich hatte gar keine Mittagspause. Oder ich bin erst, wenn ich abends wiedergekommen bin, ging natürlich gar kein Video. Und es ging einfach überhaupt nicht. Und ich hoffe, die nächste Zeit geht das jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe. Weil ich möchte mich einfach bedanken nochmal. Ich habe über 3100 Abonnenten und es werden jeden Tag mehr. Und ich möchte halt jetzt nicht, wenn mich jetzt so viele Leute abonniert haben, direkt so einen schlechten Eindruck von mir bekommen. Oh, die macht ja gar keine Videos. Also ein Video die Woche schaffe ich auf jeden Fall. Das quetsche ich irgendwo rein, das passt schon. Aber sobald es zwei werden, das hat die letzte Zeit einfach nicht geklappt. Ich hoffe, die nächste Zeit wird es auf jeden Fall besser. Und ja, dann ist ein bisschen Ankündigung, kann man es so nennen. Weil ich jetzt die nächste Zeit noch Videos verfilmen, na, nicht muss, ich bin hier nicht gezwungen, das zu machen, aber weil ich jetzt auf jeden Fall mal möchte, ist zum einen die Review, die ich ein paar Mal nachgefragt wurde von dem Herbal Essences Shampoo. Spitzenstar. Spülung und Shampoo. Wie ihr seht, Shampoo leer. Ich habe schon auf dem Kopf die ganze Zeit und da ist einfach nichts mehr drin. Spülung ist noch ein bisschen drin, kann man leider nicht durchgucken, aber das ist noch ein bisschen. Und ja, Duft ist toll, aber Wirkung für mich nicht relevant. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Review zu machen, aber ich sage vornherein, ich bin davon nicht begeistert. Und ja, weil ich davon nicht begeistert war, habe ich mir eine neue Serie gekauft, von der ich sehr begeistert bin. Und zwar, das ist, ich kaufe irgendwie immer eine ganze Serie, ich weiß nicht, ich finde immer, das ist dann so aufeinander abgestimmt. Das ist einmal von Garnier Fructis, ich nenne es immer Fructis, Colorschutz, kräftiges Farbschutz-Shampoo, ja, koloriertes oder gesträhntes Haar, das habe ich ja für meine, ja, gefärbten Haare benutzt und ja, ich bin davon total begeistert. Schön, guck mal, wie schön die glänzen. Ihr wisst, ich habe meine Haare 13 Mal blondiert. Und das innerhalb von knapp 2 Monaten. Und meine Haare haben darunter... meine Haare sind sehr robust. Also ich habe nicht viele Haare verloren. Und es sind ein paar Haarsträhnen abgebrochen, leider Gottes. Aber das war natürlich klar. Blondieren ist immer das Schlimmste, was es gibt für Haare. Und... ja, und dann 13 Mal hintereinander. Aber meine Haare haben es ziemlich gut verkraftet. Jetzt mit der ganzen Dings, guck mal, wie schön die glänzen. Und ich mag die total. Und die sind weich. Und die duften. Das noch ein paar Tage hinterher. Also ich mag das total. Also einmal das Shampoo habe ich davon geholt. Dann habe ich mir noch die Spülung von geholt. Und was ich total wichtig fand, die Haarmilch, diese Sprühkur. Duo-Effektpflege. Also das hier Haarmilch und das ist so ein Serum. Und das schüttelt man dann. Ich schüttel es einfach mal. Und das kann man entweder dann hier die Mischung entweder ins Nasse und ins Trockene Haar sprühen. Ich mache das immer beides und manchmal noch beim Föhnen und nochmal beim Kletten. Weil das riecht so lecker, oh Gott. Das könnte ich nicht vorstellen. Tut man im Geschäft dann nicht sprühen, aber einfach mal den Deckel auf und mal riechen. Oh. Meistens riecht man es durch, aber auf keinen Fall sprühen. Das darf man nicht. Mhm. Obwohl es auch viele machen. Aber egal. Aber es riecht wirklich mega lecker. Riecht man das Shampoo oder so, es riecht lecker und die Wirkung ist toll. Darüber werde ich euch auf jeden Fall auch noch eine Review machen. Und ja. Toll. Also der Duft ist für mich absoluter Sommerduft. Also frisch gewaschene Haare im Sommer, dann glänzen die so schön und wehen so durch die Luft und hinter dir geht jemand und du riechst diesen Duft. Oh. Also das ist der absolute Sommerduft. Ich liebe es einfach. Dann, worüber wollte ich noch eine Review machen? Ja, ganz viele nachgefragt über die Maybelline Yarde Superstay. Ich habe, glaube ich, falsch gemacht. Ja, Superstay 24 Hours Foundation. Nicht begeistert. Ich kriege von der Foundation Pickel und sie oxidiert. Oxidieren heißt, es dunkelt nach. Also an der Luft. Also sobald man es, hier im Gläschen noch nicht, aber sobald man es irgendwie aufgetragen hat, das könnt ihr mal im Geschäft testen. Davon gibt es hier einen Tester. Macht mal so ein Stückchen auf die Hand. So einen kleinen Klicks. Dann verstreicht ihr das. Und dann, hier, jetzt seht ihr noch meine Haarfarbe. Meine Hautfarbe. Oh Gott, zu viel von den Haaren geredet. Und dann müsst ihr mal warten, bis es getrocknet ist. Ihr seht das direkt schon am Rand. Seht ihr, hier am Rand fängt es schon an. Es dunkelt nach. Es wird ganz stark orange. Und also die Farbe an sich, finde ich, wirkt ziemlich frisch. Ich mix das aber immer mit diesen Pure Makeup Mineral Foundation, auch von Maybelline Yarde. Und auch wenn ich es damit mixe, da wird der Farbton ein bisschen schöner als dieses krasse Orange. Seht ihr, es wird immer mehr orange hier. Das arbeitet sich vom Rand, da trocknet es ja am ehesten.
Und also die. Es klebt nicht, aber es ist sehr angenehmes Gefühl. Also so richtig so seidig. Aber was die Foundation da alles verspricht, macht es absolut auch nicht. Und nicht begeistert. Kein Nachkaufprodukt. Ich werde dafür aber auch nur eine ausführliche Review machen. Macht es einfach mal im Geschäft. Tut einen Klecks drauf und geht dann durch den ganzen Laden rum. Wenn ihr fertig seid, guckt ihr mal. Da, wo es getrocknet ist, ist oxidiert. Es wird dunkel. Und am Anfang finde ich diesen Farbton nämlich wunderschön. Guck mal, was das für ein heller Farbton ist. Und dann wird das zu so einem Orange. Also, nee. Für mich kein Nachkaufprodukt. Ich mixe das schon mit allen möglichen. Von der P2 LE Stylish Geisha habe ich ja dieses Fluid. Das ist so ein weißes Fluid. Damit helle ich die Foundation schön auf. Und dann mixe ich noch die Maybelline Yada Pure Makeup Mineral Foundation da rein. Und dann ist das diese ganze Masse schon heller. Aber durch dieses Make-up hat das dann alles noch so eine komische Konsistenz bekommen. Und ach, im Moment total schrecklich. Deshalb habe ich heute gar kein Make-up benutzt. Guck mal, wie schön hell ich bin. Aber es liegt auch im Licht. Ich habe so ein grelles, weißes Licht im Moment hier. Und ja, das war jetzt erstmal so eine grobe Übersicht. Und ich hoffe, das hat euch schon ein bisschen weitergeholfen. Weil ich kann nichts dafür. Es hat im Moment halt Zeitmangel. Ich habe noch ein Privatleben und das geht nun mal vor. Und ich versuche es einfach überall reinzuschieben. Und ich versuche euch ja auch mit meinen Videos zu helfen. Ach ja. Nicht nur Reviews werden folgen, das ist also nicht so, dass ihr jetzt 2 Monate nur Reviews zu sehen bekommt, sondern ich habe auch viele Amo-Anfragen. Heute trage ich schon wieder Smokey Eyes. Habe ich letztes Mal bei PlocTV auch und ja. Dann noch eine Review, na doch noch eine Review. Auf meinem Blog hatte ich eine Umfrage gestartet, weil ich einen Haul da gepostet habe. Und dann habe ich gefragt, worüber ihr ein Review haben wolltet. Manche haben gesagt, über den matten Topcoat von P2 und dann auch welche über den Essence Liquid Eyeliner in Pink. Und auch manche über die Wimpern. Aber über die Wimpern habe ich ja schon mal. Also zum Ankleben, wie man die Wimpern anklebt. Ah, nee, doch nicht. Doch, Wimpern ankleben habe ich schon mal gemacht, aber über andere Wimpern. Mal schauen, ob ich über die Wimpern auch noch eine Review mache. Mal schauen. Einfach mal gucken. Und ja, meine Liste mit Videos wird immer länger, weil immer mehr Vorschläge kommen, was ich machen könnte. Mit Nadja, die hat auch mal hier Videos gemacht, mit der bin ich auch die ganze Zeit am Schreiben und wir hatten da auch sowas, so eine kleine Idee. Ich bin ja ein riesen Fan von Taylor Momsen und ja, wir hatten dann so eine Idee, dass ich dann eine Serie über ihre Make-ups mache, weil sie hat nicht nur Smoky Eyes, sondern auch dann und graue und helle und nude und das und das. Also sie hat auch verschiedene Looks und mir gefallen die alle. Und ja, dass ich aber auch noch eine Serie mache und ja, ich muss einfach gucken, wo ich alles dazwischen stecke. Ich muss mal, glaube ich, mal so 2 Wochen Urlaub nehmen und dann 2 Wochen durch nur Videos machen. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Und ja, es kommen aber noch mehr Amus. Und ich bin irgendwie raus aus dem Video machen. Total unkoordiniert. Ja, ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie informationsreich war. Okay, alles klar. Ciao!